Moment. Ist das nicht herrlich? Also, der trockene Bach natürlich nicht so schön. Aber der Lüner Mühlenbach. Auch ein etwas komplizierteres Bachsystem. Ich werde da nicht so richtig schlau draus. Hab ein bisschen gelesen bei Google. Wurde auch verlegt, beziehungsweise andere Bäche mit anderen Namen verlaufen jetzt auf der Trasse, oder beziehungsweise der Bach selbst ändert seinen Namen ab und zu. Die Namen der Bäche habe ich vergessen. Das war jetzt mehr oder weniger etwas reinermaßen spontan jetzt hier. Ist jedenfalls nicht so ein Bach, wo man guckt, okay, da fängt er an und
dort hört er auf, sondern wenn man sich den anguckt auf Maps oder so, dann hat der irgendwie gar keinen Anfang und gar kein Ende. Kreuzt den Kanal per Düka. Endet einfach irgendwo wieder. Fließt auch so wirklich nirgendwo rein. Also ich rein von der Karte her schwierig. Ich habe jetzt auch nicht irgendeinen Anfang zum Start genutzt, sondern bin jetzt einfach irgendwo angefangen hier. Wie ich das sehe, gehe ich entgegen der Fließrichtung. Aber schön hier, meine Güte. Ist ja richtig, hat was. Ach, herrlich. Das ist das Kühlwasser, nicht das Rauschen der Blätter. Vom Kraftwerk hier in Lünen. Das stört mich auch gar nicht, so ein Kraftwerk. Abgesehen davon, dass es eigentlich relativ wenig Lärm macht. So ein Ding, so eine Anlage im Betrieb. Mir reicht schon zu Hause dieses blöde Betonmischwerk, was zwar einen Kilometer entfernt ist, aber was ab 6 Uhr morgens 5-6 Mal die Stunde oder öfter sogar noch immer so eine blöde, so eine Sirene da ablässt. Kleines Ding, macht Lärm wie 20 von den Anlagen hier. Katastrophal. Ehemalige Köttelbecke mit Sicherheit. Ja, ich nutze das jetzt und ich hoffe,
bis ich sterbe. Dauert ja auch nicht mehr so lange. Bleiben noch so ein paar von diesen Art, von dieser Art von Trassen an ehemaligen Köttelbecken erhalten. Ach guck mal, da sind sogar noch Sohlschalen. Dass ich hier weiterhin in Frieden, ohne jemanden zu stören, ohne irgendwas kaputt zu machen oder jemanden zu gefährden, einfach hier lang gehen kann und meine Ruhe haben kann. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wie jetzt hier, sowas genieße ich einfach nur. Weil wir befinden uns ja immer noch im Ruhrgebiet. Ballungsraum. Schwierig, solche Plätze zu finden. Ja. Und manchmal muss man dann sogar eine Anzeige riskieren. Man hat quasi die Wahl. Geht man hier nicht hin und lässt das hier alles so, wie es ist? Also man erlebt diese, so wie ich finde, hier Naturräume gar nicht. Oder setzt man sich auch mal leicht über ein kleines Verbot hinweg. Ja gut, fängt man sich an für ein, muss man zahlen. Ja. Andererseits, man es dann auch nie erlebt, ne? Okay, genug geschwafelt. Ich gehe mal einfach ein Stück. Wer es schattiger haben möchte oder dem sagt, boah, hier knallt einem die Sonne zu sehr auf den Pelz, der könnte jetzt auch auf der anderen Seite da lang gehen. Da ist auch oben eine Berme, genau wie hier. Da ist Schatten. Aber von mir aus brauchen hier gar nicht so viele Leute lang gehen. Tief eingeschnitten hier das ganze Bach, der Bachlauf. Da geht es noch mal höher. Da hinten auch noch mal hoch. Ja, das Zäune, sowas dokumentiere ich oder kommentiere ich jetzt gar nicht mehr, wenn die Zäune kaputt sind, so wie hier. So, da sieht man wieder die alten Sohlschalen. Das Wasser fließt sogar. Das ist jetzt sowas, was ich meinte. Das Wasser fließt nach rechts. Kann man jetzt auch sehen. Hier. Es fließt nach rechts. Aber als ich losgegangen bin,
ging der Bach eigentlich so ein bisschen abwärts. Und das sah eher so aus, als fließt der Richtung Kanal, Richtung Datteln am Kanal. Jetzt fließt er auf einmal in die Richtung hier. Hier noch ein bisschen hier unten lang. Wasser sieht top aus auf den ersten Blick. Oh. Eieiei, was haben wir denn hier? Boah. Fische oder Lebewesen kann ich jetzt hier drin nicht sehen. Doch, sind Fische drin. Kleine Fischchen. Ach, guck mal, die dicken Dinger da. Da kommen sie. Von wegen kleine Fischchen. Da. Sind ein paar. Ah, ja, jetzt wird es matschig. Also hier ist auch irgendeiner vor mir schon mal hergegangen. Okay, machen wir anders. Kleinen Moment.